Einen wunderschönen guten Tag aus Berlin. Diese Woche hat mich ja nach Polen geführt, an die Ostgrenze und nach Warschau, um ganz wichtige Gespräche zu führen mit Landräten vor Ort aus den Grenzregionen, mit Politikern in Warschau und natürlich auch mit einem Gesandten in der deutschen Botschaft. Und ich wollte einfach in meiner Funktion als stellvertretender Fraktionsvorsitzender herausfinden, was ist wirklich los da im Land? Was hat es auf sich mit den Migrantenströmen, die nach Polen und dann nach Deutschland weiterziehen? Wie ist die Lage vor Ort? Wie sieht die Landschaft aus? Was wird von polnischer Seite getan? Was wird von polnischer Seite erwartet? Und wie reagieren die Deutschen? Und die zentrale Frage war wirklich, die mir gestellt worden ist, erkennt ihr gar nicht, wie gefährlich das alles ist? Das und mehr, darüber wollen wir heute sprechen. Ich werde kurz diese Reise vorstellen, die ich unternommen habe, und später haben Sie die Möglichkeit, hier anzurufen und Ihre Fragen zu stellen bezüglich dieser Reise und bezüglich der gesamten Migrationssituation auf der Belarus-Route. Ich darf für mich jetzt nun doch behaupten, jetzt eingearbeitet in dieses Thema zu sein und stehe Ihnen natürlich sehr, sehr gerne für Fragen und für Antworten zur Verfügung. Zunächst aber ein ganz kurzer Zusammenschnitt, wie die Reise so war. Die EU-Ostgrenze in dieser Woche. Illegale Migranten aus dem Nahen Osten. Unbekannte und teilweise bewaffnete Uniformierte versorgen sie mit Werkzeugen, geben Tipps, wie man über den Zaun kommt. Es herrschen Gewalt und aggressive Stimmung. Die polnische Grenzpolizei versucht, die Lage unter Kontrolle zu bekommen. Doch auf Hilfe aus Berlin oder Brüssel wartet sie vergebens. Die Situation, die wir hier sehen, in dieser Grenzstadt, in der Grenzregion in Polen, das ist natürlich sehr, sehr, sehr ernst zu nehmen und ist natürlich eine Art des Angriffs, den man aber politisch klug beantworten muss. Und das ist die Herausforderung, die sich hier zeigt. Entsprechend groß war das Interesse von polnischen Medien, mit Norbert Kleinwächter zu sprechen. Ein Termin jagte den anderen. Bei Lokalpolitikern an der Grenze und im Regierungsviertel in Warschau. Kernforderung der Polen: Deutschland muss seine Politik, Migranten mit völlig überzogenen Sozialleistungen anzulocken, sofort beenden. Die Politiker, die Landräte, die Abgeordneten, die sind einfach froh, dass überhaupt mal jemand aus Deutschland hier ist. Es ist nicht zu fassen, keiner von der Bundesregierung hat sich hierher begeben, keiner von den anderen Fraktionen hat sich hierher begeben. Ich bin quasi der Erste, der kommt und fragt, wie geht's euch denn an der weißrussischen Grenze? Die AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag wird handeln. Wir werden die Bundesregierung auffordern, sich endlich an die Seite Polens zu stellen. Unser Antrag hat ein klares Ziel. Die illegale Migration über die neue Ostroute muss umgehend gestoppt werden. Die europäische Außengrenze muss wieder sicher werden. Ja, erkennt ihr denn nicht, wie gefährlich das ist? Das ist wirklich die zentrale Frage, die mir immer wieder gestellt worden ist von Politikern in Warschau, aber auch von Landräten im Osten, weil man dort die Menschen einfach kennengelernt hat und weil auch die Polen nicht wollen, dass die Europäische Union und dass Deutschland destabilisiert werden. Polen fühlt sich als Verteidiger der europäischen Werte, als Verteidiger der Europäischen Union. Und was macht die Europäische Union? Sie gibt schön eins obendrauf mit Rechtsstaatlichkeitsverfahren und mit der Darstellung Polens als Verbrecher gegen die Rechtsstaatlichkeit. Aber sehen wir uns die Sache einmal genauer an, und zwar vor allem jetzt mal auf der Karte. Die Reise nach Polen führte natürlich sozusagen von Berlin über Warschau und dann in die Grenzregion. Und wenn wir uns diese Grenzregion mal genauer angucken zwischen Polen und Weißrussland, Belarus, dann erkennen wir zwei verschiedene Grenztypen, die es gibt. Wir haben auf der einen Seite diese relativ gerade Linie, die sich hier im Norden befindet. Diese Linie ist eine Landgrenze. Wir haben darunter die stark gezackte Linie. Das ist, wie Sie sich denken können, ein Grenzfluss. Der Fluss Bug, das ist also eine Flussgrenze. Wenn Sie von ertrunkenen Migranten lesen oder Flüchtlingen, die irgendwo im Wasser eben ertrunken sind,
Was leider auch schon passiert ist, während ich in Polen war, gab es die Berichterstattung über einen 19-jährigen Syrer, der in diesem Fluss Bug aufgefunden wurde. Dann reden wir also über diese Südgrenze. Wenn wir über Menschen reden, die einen Grenzzaun durchbrechen, dann reden wir über die Nordgrenze hier in der Nähe, insbesondere von Białystok. Das war auch der Ort, an dem wir tatsächlich die erste Nacht verbracht haben, weil wir am nächsten Tag, am Dienstag in der Früh, einen Termin beim Landrat in Sokuka hatten. Und dieser Landrat war durchaus sehr, sehr aufgeschlossen. Er ist ja direkt an der Quelle und hat vor allem mit eintreffenden Migranten zu kämpfen. Und er hat mir durchaus sehr gut beschrieben, was da alles passiert. Also die Bevölkerung ist dort sehr verunsichert. Sie ist auch in Angst, weil man ja nicht weiß, wann wer auftaucht und was der gegebenenfalls mitbringt. Wir sehen erst einmal eben Migranten, die nicht friedlich irgendwie mit ein paar Gepäckstücken sich übers Land schleppen, sondern diese Migranten haben vorher die Grenze durchbrochen. Und wie sowas ungefähr aussieht, dokumentiert Radio Białystok und auch der polnische Grenzschutz auf seinem YouTube-Kanal von Straż Graniczna doch sehr eindrucksvoll. Nachtvideo gleich im Anschluss zeigen. All das, was Sie sehen, spielt sich also in dem Grenzstreifen ab, der sich östlich von Sokuka befindet. Und wenn wir auf die Karte gucken, dann merken wir mal ein bisschen, wie der beschaffen ist. Sokuka befindet sich hier südwestlich auf der Karte und wir erkennen schon ein Problem. Es gibt hier letztendlich nur ein Krankenhaus, was hier direkt vor Ort ist. Und in diesem Krankenhaus treffen natürlich Migranten ein, die verletzt sind, die krank sind, die Erfrierungen erlitten haben, die unterernährt sind und die teilweise auch Corona haben und überlasten schon jetzt die örtliche Gesundheitsversorgung. Es wird wohl bald eine Triage geben müssen aus den Menschen, die einheimisch sind und einen dringenden medizinischen Versorgungsbedarf im Krankenhaus haben und den Menschen, die unberechenbar von außen hereinkommen und entsprechend das Gesundheitssystem mehr belasten. Wir erkennen in dieser ganzen Region doch eine sehr ländliche Region, aber übrigens mit Grundstücken, die, wie Sie durchaus hier erkennen können, immer direkt bis an die Grenze gehen. Also das Weiße, was Sie hier sehen, ist die Grenze und davor gibt es teilweise tatsächlich noch Felder und Äcker, die werden von den entsprechenden Bauern bestellt, während wir auf weißrussischer Seite erstens mal einen ganz klaren Grenzstreifen haben mit eben Bewaldung, aber eben hier auch einem Weg, wo die weißrussische Grenzpolizei entsprechend patrouillieren kann. Und was mir berichtet worden ist von den Landräten an der Grenze ziemlich übereinstimmend, das ist, dass früher eigentlich dieser Grenzschutz wunderbar funktioniert hat. Es gab weißrussische Grenzpatrouillen, die haben ihren Job gemacht. Das gab dann noch zusätzlich die polnischen Grenzpolizisten, die haben ihren Job auch gemacht. Und im Wesentlichen hatte man im Halbjahr vielleicht einen illegalen Grenzübertritt. Und das war's. Also illegale Grenzüberschreitungen zwischen Belarus und Polen waren kein Problem. Nun sind sie es, weil insbesondere die weißrussische Seite nicht nur nicht mehr kontrolliert, sondern indem die weißrussische Seite teilweise die Migranten direkt an die Grenze bringt, aus Minsk, und dann eben zum Grenzübertritt auffordert, weil dort ihnen vermittelt wird, dass jenseits der Grenze
Deutschland liege. Ich habe von einem polnischen Grenzpolizisten gehört, der mir erzählt hat, dass er tatsächlich also mehrfach Leute in Lager gebracht hat, die also aufgegriffen werden. Die Menschen, die aufgegriffen werden, kommen also in eine Asyleinrichtung und dort wird ihnen angeboten, in Polen Asyl zu stellen. Und dann gibt es ganz verwunderte Blicke und die Leute sagen, hä? Ich dachte, ich bin jetzt hier in Deutschland. Man hat mir gesagt, das ist Deutschland. Und die Leute wollen in Polen gar keinen Asylantrag stellen. Sie wollen in Deutschland einen Asylantrag stellen, weil sie das Geld wollen. Das sagen sie teilweise auch offen. Diese Menschen haben 10.000 Euro pro Person bezahlt. Das ist der Wert, den mir zwei unabhängige Quellen genannt haben. Die bekommen ungefähr 10.000 Euro für die Schleusung. Dafür stellt eben Lukaschenko für Weißrussland ein Besuchsvisum aus. Die Leute werden nach Minsk geflogen, werden von Minsk an die Grenze verbracht, werden dort entsprechend in der Nähe der Grenze herausgelassen und dann werden sie auch mit Werkzeugen ausgestattet, um diese Grenze zu überwinden. Das tun sie dann teilweise. Es handelt sich ja im Moment um einen Stacheldrahtzaun. Da haben die Polen schon deutlich in der Sicherung sozusagen nachgearbeitet. Und jetzt wird in Polen eben darüber diskutiert, eine Mauer zu errichten, weil Polen sich auf den Standpunkt stellt, dass sie natürlich sagen, wir ziehen jetzt ganz, ganz viele Leute gleichzeitig zusammen, ganz viele Polizisten, ganz viele Soldaten, aber wir können nicht alles gleichzeitig mit dieser Personenanzahl die ganze Zeit bedienen. Deswegen brauchen wir eine Mauer, und die dann die Menschen entsprechend abhält. Ich selber hatte die Gelegenheit, tatsächlich, jetzt muss ich ganz kurz den in so, wo haben wir es denn? Vorhin hatte ich ihn mal ganz kurz da. Da, in Suchowowo, das ist dieser Ort hier, in Suchowowo ein Militärlager zu besuchen. Ich zeige jetzt nicht auf der Karte, wo es genau eingerichtet ist, auch wenn ich das sehe. Und Suchowowo selber liegt direkt an der neu eingerichteten Sperrzone, 3 Kilometer von der Grenze weg. Also wenn wir hier Suchowowo haben, dann gab es tatsächlich hier Absperrungen überall und alles, was östlich von Suchowowo liegt, das ist quasi direkt in dieser 3 Kilometer Sperrzone, in die keiner rein darf. Außer den Leuten, die dort wohnen. Und jeglicher Zugang wird kontrolliert von der Polizei. Sie sehen aber alleine natürlich schon an diesem Kartenausschnitt, das ist alles Feld. Das ist sehr, sehr schwer zu kontrollieren. Dort patrouillieren Tausende von Soldaten und Grenzpolizisten. Es wird auch mit Drohnen überwacht. Polen tut alles, was es kann, um auch die Leute entsprechend aufzugreifen. Aber das ist nicht so einfach. Dadurch, dass man den Leuten gesagt hat, sie sollen tunlichst polnische Grenzpolizisten vermeiden, denn wenn die Grenzpolizisten sie finden, dann werden sie in eine Asyleinrichtung gebracht, wo sie in Polen Asyl stellen können und dann können sie nicht mehr in Deutschland Asyl stellen, laufen die Migranten vor den polnischen Grenzpolizisten weg. Ja, sie wollen ja nicht erkannt, sie wollen nicht aufgegriffen werden. Sie vermeiden übrigens auch offizielle Grenzübergangspunkte, die es ja zur Genüge gibt. Ja, es gibt einen Grenzübergangspunkt oben in Kuschnica zum Beispiel, den können wir hier an der Grenze sehen, wo man theoretisch auch einfach hinkommen könnte, am Grenzposten sagen könnte, ich bin ein Flüchtling, ich hätte gerne Asyl in Polen und dann wird man genau bearbeitet. Die Leute, die sozusagen illegal die Grenze überquert haben und dann illegal in das Land eingedrungen sind. Aber die Leute meiden eben jeglichen Kontakt mit den Behörden, weil sie weiterkommen wollen nach Deutschland. Und jetzt spielt natürlich Deutschland die zentrale Rolle. Schleuser gibt es, deutsche Schleuser, auch französische Schleuser, aber vor allem deutsche, die sich dann mit diesen Flüchtlingen in Anführungsstrichen verabreden. Dort gibt es dann WhatsApp-Vereinbarungen über den Standort und sie werden an irgendeinem Standort hier in der Nähe aufgegriffen, werden dann entsprechend nach Deutschland illegal über die Grenze verbracht. Und dort sollen sie dann ihren Asylantrag stellen, der natürlich mit unserer Entschuldigung dummen Regierung Merkel gegebenenfalls auch noch bewilligt wird. Das ist die Situation, wie es sich gestaltet. All das, wie gesagt, kostet 10.000 Euro pro Migrant und damit haben wir es nicht mit Leuten zu tun, die auf der Flucht sind oder die jetzt vor der Furcht vor dem Verlust des Lebens oder der Freiheit davonlaufen, unkontrolliert, sondern es handelt sich um Menschen, die ganz bewusst und geplant eine Reise sich erworben haben. Preis von 10.000 Euro mit einem Visum für Weißrussland in Weißrussland sind, dort an die Grenze verbracht werden, mit Unterstützung gewisser uniformierter Menschen die Grenze durchbrechen, sich dann in Polen versorgen lassen, gegebenenfalls und weiter wollen nach Deutschland, aber bloß kein Asyl in Polen beantragen.
Die polnische Grenzpolizei untersucht natürlich auch sehr genau, welche Leute da zu uns kommen und wertet auch Handyverbindungen aus. Und bei zahlreichen der Migranten finden sich Hinweise auf direkte Kontakte zum Islamischen Staat sowie zu Schleuserkriminalität, also zu Schleuserbanden. Das bedeutet, wir müssen davon ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Menschen, die über diese Grenze eintreffen, etwas mit Schleuserkriminalität zu tun haben oder noch schlimmer, tatsächlich verdeckte Terroristen des Islamischen Staates sind. Das ergibt sich eindeutig aus den Handydaten. Es ergibt sich eben auch eindeutig, dass es sich vor allem auch um um deutsche Schleusertruppen handelt, die diese Menschen hier im Grenzgebiet eben aufgreifen und dann nach Deutschland bringen. Das bedeutet, wir haben es mit einer organisierten Form von Menschenhandel zu tun, die dazu darauf abzielt, Terroristen nach Deutschland zu bringen und gleichzeitig ordentliche Einnahmequellen für das Regime in Lukaschenkos in Weißrussland zu bilden. Nicht ohne Grund sprechen die polnischen Politiker, insbesondere die Politiker des Sejm, von einem hybriden Krieg, der hier geführt wird. Menschen werden als Waffe benutzt und diese Menschen werden von polnischer Seite auch als Waffe gesehen, nämlich als fünfte Kolonne. Hiermit soll die Europäische Union erpresst werden, hiermit soll Deutschland auch destabilisiert werden und entsprechend wichtig ist den Polen hier der Grenzschutz. Wichtig ist auch, dass selbst die muslimische Minderheit, die ich besucht habe, nicht viel von den muslimischen Zuwanderern hält. Die Tataren, die in dieser Region sich aufhalten, insbesondere in der Region eben um Sokuka, die sind seit 1674 da. Da gab es den König Jan III. Sobieski, der die Tataren wegen ihrer Tapferkeit eingeladen hatte im Kampf gegen die Türken, die ja damals schon irgendwie Europa übernehmen wollten. Und deswegen sind die eingeladen worden, haben da ihre Moschee, machen ganz friedlich ihre Glaubensausübungen, haben sich voll integriert, beten gemeinsam mit den Christen und so weiter und so fort. Man muss auch wissen, es gibt dort eine große katholische Kirche in Sokuka, auch mit einem Wunder. Es gibt eine orthodoxe Kirche und es gibt eben eine Moschee. Und das funktioniert wunderbar. Aber Sie sehen eben, die Menschen, die daherkommen, die wollen sich ja nicht integrieren, die wollen eine Parallelgesellschaft aufmachen. Und vor den Parallelgesellschaften, wie man sie in Paris findet oder in Berlin oder eben in großen Teilen NRWs, da wollen die Polen nichts damit zu tun haben, selbst die Minderheit nicht. Die Menschen werden als gefährlich angesehen, die Menschen vor Ort haben Angst, weil es ja plötzlich sein kann, dass so ein Migrant, das muss man sich auch mal wirklich bildlich vorstellen. Also, sie wohnen da in irgendeinem Ort in der Nähe, haben Haus beispielsweise, überlegen Sie sich das mal und plötzlich schläft so ein Migrant in ihrem Gartenhaus. Gewächshaus oder klopft an die Tür und will plötzlich irgendwas von ihnen. Die Menschen wissen gar nicht, wie sie auf die Situation reagieren sollen. Das ist wirklich schwierig und deswegen herrscht in der ganzen Region große Verunsicherung. Die Polen sind auch übrigens mehrheitlich, wenn man sich die Umfragen so ansieht, dafür, die Menschen nicht aufzunehmen in Polen. Und sie sind auch mehrheitlich, wenn auch mit einer geringeren Mehrheit, für den Bau einer Mauer. Und jetzt sind wir bei dem großen Punkt, der mich auf der Reise dann weiter gebracht hat. Wir sind von Sokuka runtergefahren an der Grenze entlang, über Kościele vorbei und sind dann nach Terespol gefahren, wo ich auch nochmal einen Landrat getroffen habe. Und Terespol, ich mache es mal ein bisschen deutlicher, ist ja an dieser Flussgrenze. Gegenüber auf weißrussischer Seite befindet sich die Stadt Brest, die übrigens ursprünglich auch mal polnisch war. Wir dürfen nicht vergessen, vor dem Zweiten Weltkrieg war quasi Polen ein bisschen weiter östlich gelegen, weil nach dem Stalin-Hitler-Pakt und der ganzen Eroberung und so weiter es dann eine Westverschiebung gab. Was aber auch dann kulturell natürlich wieder so ist, dass einige Polen, die in dieser Gegend etwa um Terespol wohnen, sich durchaus auch den Menschen in Brest etwa hingezogen fühlen. Da ist eine gemeinsame Kultur da, da ist eine gemeinsame Tradition da, da ist eine gemeinsame Sprache da. Das sind Menschen, die wollen keine Mauer. Die wollen keine Mauer. Und was wirklich eindrucksvoll war, ist, ich habe mich mit dem Foyt, heißt das, von Terespol in der Nähe von Terespol getroffen. Die ganze Stadt ist auch Grenz- und Sperrgebiet. Das heißt, man kommt nicht rein, es wird da kontrolliert. Und ich habe mich direkt mit ihm getroffen in einem Rathaus, was direkt an der Grenze war. Hochinteressant. Also hier das Rathaus und hier war ein Grenzposten, der direkt kontrolliert hat. Und übrigens hier ein Stück Berliner Mauer, das der Voigt mal vom Landrat in Oberhavel bekommen hat,
Und das er dort ausgestellt hat, als Warnung, es solle doch nie mehr wieder Mauern geben. Und hier ein kleiner Ausschnitt dazu. Ich habe mich gerade hier mit dem Bürgermeister bzw. Landrat getroffen und er hat mich hier zu diesem Ort gebracht. Hier ist tatsächlich noch ein Stück der Berliner Mauer mit einem Ziegelstein von Solidarność. Und hinter uns sehen wir die Kontrollen zur Schutzzone um die Grenze herum. Und der Bürgermeister hat mir jetzt schon sehr eindrucksvolle Worte gesprochen. Er sagte, naja, wir waren so froh, diese Mauer da loszuwerden. Und jetzt soll wenige Kilometer von hier eine neue Mauer gebaut werden. Das muss mit allen Mitteln verhindert werden. Und auf diesem Stein steht ein Zitat von Johannes Paul II. Solidarität bedeutet einer mit dem anderen und niemals einer gegen den anderen. Und das könnte man sich doch einmal auch für die Politik vornehmen, dass man so versucht, das Verhältnis etwa zwischen Warschau und Minsk zu verbessern, beziehungsweise zwischen Polen und der EU und Weißrussland. Einer muss natürlich mit dem anderen arbeiten, auch verhandeln, und es bringt nichts, den anderen einfach zu verdammen. Und stopp. Einen schönen guten Abend aus Terespol. Ich habe mich gerade hier mit dem Bürgermeister bzw. Landrat getroffen und er hat mich hier zu diesem Ort gebracht. Hier ist tatsächlich noch ein... Ja, so war der Eindruck direkt vor Ort. Also sozusagen, wir haben die Mauer überwunden. Wir sind froh, wenn es keine neue gibt, aber wir werden eine neue brauchen. Und wer ist der Sünder? Wer baut im polnischen, in der polnischen Perspektive gerade eine neue Mauer? Es ist ausgerechnet Deutschland. Wie gesagt, die Politiker in Terespol, in Białystok, Sokuka, in Warschau, sie haben mich immer wieder das Gleiche gefragt. Selbst die Journalisten, die ich in Polen getroffen habe und die mich interviewt haben, haben mich das Gleiche gefragt. Erstens, warum ist eigentlich niemand von der Bundesregierung hier? Also ich war tatsächlich der Erste, der irgendwie aus Deutschland sich dort mal hat blicken lassen und gefragt hat, wie geht's euch? Oder einfach mal Gespräche geführt hat, sich die Lage angeguckt hat. Auch wenn ich leider nicht in die Sperrzone selbst hineinkam. Aber wie gesagt, die wesentlichen Informationen konnte ich ja fragen. Und zweitens haben sie die Frage gestellt, warum erkennt Deutschland die Gefährlichkeit nicht? Warum ändert Deutschland die Politik nicht? Und genau für diese Politikänderung stehen wir ja als AfD. Es ist vollkommen klar, dass Deutschland mit seinen Sozialleistungen ein Magnet für diese Menschen ist. Deutschland ist für die das Land der Möglichkeiten. Erstens, sie müssen mit relativ geringer Investition rechnen, um nach Deutschland zu kommen. Diese 10.000 Euro, die legen sie zusammen, aber dann kriegen sie ja Hartz IV und können vielleicht noch schwarz und illegal etwas dazu verdienen. Vielleicht auch durch die Schleusung von weiteren Migranten. Und dann ist das natürlich schon auch auf polnischer Seite ein Problem, wenn diese Menschen, die hier illegal über die Grenze kommen, den polnischen Staat massiv belasten, natürlich auch kostenmäßig, weil die ganze humanitäre Hilfe, die ganze medizinische Hilfe, der ganze Grenzschutz kostet natürlich eine Menge Geld. Auch die Mauer wird viele, viele Millionen Euro verschlingen, wofür Polen keine Unterstützung bekommen wird, sondern das soll es eben aus dem Regionalfonds der Europäischen Union nehmen und Mittel nehmen, die eingefroren sind wegen der angeblichen Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit in Polen. Ein weiteres Thema, was wir auf der Reise aufgemacht haben, aber was ich jetzt in der Form in diesem Video nicht vertiefen möchte, weil es nochmal sehr komplex ist, wie das mit dem Justizsystem funktioniert. Aber die Polen sagen ganz einfach, Deutschland zieht diese Menschen an, Deutschland lädt diese Menschen ein und Deutschland sagt nicht deutlich, dass diese Leute in Deutschland nichts zu suchen haben, sondern nimmt sie auf, verhätschelt sie, hat ein langes Asylverfahren, zahlt ihnen Geld und damit wird Deutschland zum lohnenswerten Ziel. Und es ist wirklich verwerflich, dass die deutsche Bundesregierung sich eben nicht so äußert, dass diese Menschen hier nichts zu suchen haben, sondern es wird immer von Flüchtlingen gesprochen. Auch als ich einen Diplomatentermin hatte, kam dem entsprechenden Beamten nie das Wort Migrant über die Lippen. Es sind ja faktisch illegale Migranten, sondern es wurde immer von Flüchtlingen gesprochen, als wenn diese Leute im Endeffekt wirklich vor dem Verlust des Lebens oder der Freiheit davon liefen.
was nicht der Fall ist. Wir erinnern uns übrigens, in Artikeln 33, 34 der Genfer Flüchtlingskonvention ist es so ausformuliert, dass ein Flüchtling jemand ist, der sozusagen aus einer begründeten Angst vor politischer Verfolgung oder wegen seiner Rasse oder wegen seiner religiösen Zugehörigkeit oder sowas um seine Freiheit oder sein Leben direkt bangen muss. Und das muss er letztendlich ja auch belegen. Das bedeutet, das Asylrecht gilt eigentlich für Leute, die, wenn sie auch nur 3, 4 Tage länger in dem Land bleiben, den Kopf abgeschnitten kriegen oder im Knast landen, ungerechtfertigt. Das ist Asyl im eigentlichen Sinne. Nicht, ach, da gibt's eine bessere Zukunft, zu Hause ist es ökonomisch nicht so rosig, dann gehe ich mal eben illegal in ein anderes Land. Und Deutschland befördert dies, indem es sehr umfangreiche Sozialleistungen zur Verfügung stellt. Und das kann so nicht weitergehen. Die Ostroute muss dringend gestoppt werden. Die illegale Migration über die Ostroute muss dringend gestoppt werden. Es muss ganz klar kommuniziert werden, dass diese Menschen in Deutschland weder Asyl noch Sozialleistungen noch ein Aufenthaltsrecht erhalten. Und übrigens, das ist völkerrechtlich auch gedeckt. Denn jetzt kommt's. Müssen wir eigentlich von Belarus Asylanten akzeptieren? Nein, das müssen wir nicht. Hier ist ein Abkommen, das ist fast noch druckfrisch, tatsächlich zwischen der Europäischen Union und Belarus. Und das schauen wir uns gerne mal genauer an. Das ist nämlich ein Abkommen zwischen der Europäischen Union und der Republik Belarus über die Rückübernahme von Personen mit unbefugtem Aufenthalt. Und ich glaube, wir sind uns wirklich einig, dass die Menschen, die letztendlich illegal über die belarussisch-polnische Grenze kommen, Personen mit unbefugtem Aufenthalt sind. Und da haben mal eben die EU und Belarus, die gemeinsam Vertragsparteien sind, sich entschlossen, ihre Zusammenarbeit zu intensivieren, um die illegale Einwanderung wirksamer zu bekämpfen. Da kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Und es gibt auch einen ganz, ganz klaren Artikel, der regelt, dass Belarus diese Menschen zurücknehmen muss. Das steht in Artikel 4, Rückübernahme Drittstaatsangehöriger und Staatenloser. Belarus rückübernimmt auf Antrag eines Mitgliedstaates ohne andere als die in diesem Abkommen vorgesehenen Förmlichkeiten. Übrigens ist es einfach nur ein Formular von 2 Seiten im Anhang, das kann man sich gerne durchlesen. Alle die, die im Besitz eines von Belarus ausgestellten Aufenthaltstitels sind oder zum Zeitpunkt der Einreise waren oder eines Visums sind und so weiter. Oder nach einem Aufenthalt im Hoheitsgebiet von Belarus oder einer Durchreise durch sein Hoheitsgebiet illegal und auf direktem Wege in das Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten eingereist sind. Polen hat also das Recht, Deutschland übrigens natürlich ganz genauso, jeden, und zwar absolut jeden, der Migranten, die aus Belarus über diese polnische Grenze eingereist sind, nach Belarus zurückzuschicken. Und Belarus hat die Verpflichtung, diese Menschen innerhalb von 2 Tagen wieder nach Antragstellung wieder aufzunehmen. Belarus kann natürlich dieses Abkommen kündigen, aber das nur mit einer Frist von 6 Monaten. Und deswegen ist die Forderung, die wir als AfD stellen, natürlich glasklar. Dieses Rücküberführungsabkommen zwischen der EU und Belarus muss jetzt in die Tat umgesetzt werden. Jeder einzelne Migrant muss von Weißrussland zurückgenommen werden. Deutschland sollte jeden einzelnen Migranten, der über diese Route gekommen ist, der gegebenenfalls sogar auch noch einen Einreisestempel aus Belarus vorzuweisen hat, direkt zurück nach Belarus zurückschieben und diese Leute letztendlich dorthin zurückschicken, woher sie hergekommen sind. Und Pech für sie, wenn sie 10.000 Euro für sowas ausgegeben haben, hätten sie sich für 10.000 Euro anständig qualifiziert, dann hätten sie vielleicht ein Arbeitsvisum haben können. Wir können nicht im Endeffekt über illegale Migration Menschen massenhaft in unser Land aufnehmen und dort akzeptieren, die nicht in unser Land gehören und hier auch nichts beizutragen haben. Insofern ist es mir ein Anliegen, dieses Abkommen, was eben existiert zwischen der Europäischen Union und Belarus, was eben auch übrigens erst im Juli letzten Jahres in Kraft getreten ist, hier noch einmal in Erinnerung zu rufen. Es gibt dieses Rückübernahmeabkommen. Es gibt die Tatsache, dass bei der Belarus-Route die Migranten meistens über Pässe und über Einreisevisa und Stempel von Weißrussland verfügen und damit muss die Politik Weißrusslands, diese Menschen in unser Land zu schieben, scheitern. Wir müssen diese Menschen zurückgeben und müssen das auch ganz offen kommunizieren. Wer nach Deutschland gelangt, fliegt umgehend wieder raus, weil ihr habt hier nichts zu suchen.
Und ich glaube durchaus, dass wir auch als Deutsche nicht vertreten sollten, neue Mauern zu errichten. Grenzschutz ist wichtig, gerade übrigens auch an den Außengrenzen Deutschlands. Dort muss wesentlich mehr getan werden und da reicht es auch nicht aus, wenn man mal eben ein bisschen mit binationalen Patrouillen an der Grenze entlang läuft. Das ist der Vorschlag des Innenministers. Sondern da muss man schon auch mit technischen Grenzanlagen arbeiten, um sicherzustellen, dass Menschen nicht illegal nach Deutschland einreisen. Hier gehört mehr getan, hier gehört deutlich mehr kontrolliert. Aber Deutschland sollte nicht unbedingt dafür eintreten, Mauern zu errichten, vor allem nicht woanders, wenn diese Politik ganz einfach abgestellt werden kann und die Mauer vermieden werden kann. Und das geht dadurch, dass man die Sozialleistungen einstellt, dass man Sachleistungen statt Geldleistungen macht und dass man vor allem geltendes Recht halt auch einfach mal umsetzt. Wenn es ein Rückübernahmeabkommen gibt, dann setzt man es um. Wenn die Genfer Flüchtlingskonvention Flüchtlinge so definiert, wie sie es tut, dann muss man einfach feststellen, von denen ist kein einziger ein Flüchtling. Damit hat kein einziger ein Aufenthaltsrecht und damit gehören auch alle abgewiesen und zurückgeschickt. Das ist eigentlich nicht so schwer, wenn man sich an Recht und Gesetz hält. Aber genau das tut die Regierung eben nicht, sondern sie argumentiert drumherum. Sie erfindet Scheinargumente und Pseudorealitäten, in die sie sich flüchtet. Und so kann es natürlich nicht weitergehen. Und auch wenn die Leute immer an die Europäische Union appellieren, nein, die wird es auch nicht richten. Die will im Endeffekt nur alle aufnehmen und dann irgendwie zwangsweise umverteilen. Ein System, das nicht funktionieren wird, weil eben auch die deutschen Leistungen viel zu hoch sind. So viel zu diesem Thema. Sie haben einen guten Überblick über die Reise bekommen, einige Details von mir bekommen, einige Fakten von mir bekommen. Wie gesagt, nochmal zur Zusammenfassung. Erstens, die Polen sind ein Land, das unsere Europäische Union und die Außengrenzen wirksam verteidigt. Und ich, von meiner Position, bin den Polen sehr, sehr dankbar dafür. Dziękuję bardzo. Das ist wirklich wesentliche Arbeit, die sie tun für die Europäische Union und auch für unser Land, denn jeder Migrant, der rausgehalten wird, ist ein Problem weniger. Das muss man so deutlich sagen. Zweitens, humanitäre Katastrophen, die im Grenzgebiet passieren, passieren nicht wegen einer unmenschlichen Politik Polens, sondern sie passieren deswegen, weil die Menschen es vermeiden, zu den offiziellen Grenzpunkten zu gehen, weil sie es bevorzugen, sich im Wald vor Leuten zu verstecken, die ihnen potenziell helfen könnten, und weil sie nämlich das tun, weil sie unbedingt in Deutschland Asyl stellen wollen, weil Deutschland für sie das Land ist, wo Milch und Honig fließen. Gäbe es diesen Anreiz nicht, gäbe es auch das Leid in den Wäldern nicht und am Grenzfluss nicht. Deutschland ist direkt verantwortlich für jeden Migranten, der im Grenzgebiet stirbt, durch seine falsche Politik. Das muss auch mal gesagt werden. Deutschland ist verantwortlich für das viele menschliche Leid und für die menschlichen Toten, die hier im Grenzgebiet entstehen. Und es wird verantwortlich sein für den Bau einer hohen Grenzmauer, wenn Deutschland diese Politik von Angela Merkel so durchsetzt, wie sie eingeführt worden ist. Drittens. Es gibt ein Rückübernahmeabkommen mit Belarus, das nur benutzt werden muss und umgesetzt werden muss, um illegale Migranten zurückzuschieben. Die Europäische Union, Deutschland, aber auch Polen müssen ganz klar gemeinsam vermitteln, dass diese Einreise keinen Erfolg hat, dass illegale Migration nicht belohnt wird, sondern dass illegale Migranten ohne Wenn und Aber aus dem Hoheitsgebiet der EU wieder rausfliegen. Das muss die Kommunikation sein, die unser Land, die unsere Länder gemeinsam betreiben. Und jetzt habe ich viel gesprochen, möchte Ihnen die Möglichkeit geben, hier Stellung zu nehmen, Fragen zu stellen zu diesem ganzen Themenkomplex. Was ist mit der Migration von Belarus und Polen nach Deutschland? Ich habe eine Telefonnummer, unter der Sie mich gerne erreichen können, live in der Sendung. Das ist die 01520 4789388. Und ich bitte Sie, rufen Sie gerne an. Es gibt nur einen kleinen technischen Hinweis. Es gibt eine zeitliche Verzögerung zwischen dem, was hier wirklich quasi in der Realität passiert und dem, was Sie auf dem Bildschirm sehen. Das sind ungefähr 20 Sekunden dazwischen. Das heißt, wenn Sie anrufen, dann bin ich ja quasi synchron am Apparat, aber Sie merken das noch nicht in der Übertragung. Schalten Sie deswegen am besten die Lautsprecher Ihres Laptops oder Ihres Fernsehers aus, über das Sie diese Sendung gerade gucken, wenn Sie mich hier anrufen, weil Sie dann nur noch mich übers Telefon hören und das ist dann nicht mehr verwirrend. Es gibt, wie gesagt, diesen Zeitunterschied. Die Nummer ist die 01520 4789388 und ich bin gerne für Sie da, für alle Fragen bezüglich unseres Nachbarlands Polen, bezüglich
der Konfliktlinie jetzt zwischen Polen und Belarus bezüglich der Einwanderung von Weißrussland über Polen und bezüglich natürlich auch der politischen Forderungen, die wir als AfD hier stellen. Ich freue mich sehr auf Ihren Anruf. Das ist die 015204789388. Trauen Sie sich, ich beiße nicht. Oder sind Sie noch so platt von den Informationen? Wir blenden vielleicht in der Zwischenzeit einfach noch mal ganz kurz den Reiseverlauf ein, den wir hatten, weil das doch noch mal einen sehr guten Einblick darüber gibt, wo wir tatsächlich waren und wo sich das alles abgespielt hat. Wir waren oben in Białystok, wir sind dann runtergefahren über Kościele nach Tiraspol und dann natürlich zurück nach Warschau. Und dadurch, dass wir hier ein relativ großes Stück eben Grenze hatten, oben eben auch Sukuka. Norbert Kleinwichter, Sie sind direkt in der Sendung. Grüße Sie recht herzlich. Hallo. Hallo, schönen guten Abend. Ich habe ganze Zeit Ihren Bericht verfolgt. Das war sehr, sehr informativ. Vielen Dank. Danke. Jetzt habe ich zwei Fragen. Die erste Frage ist, also es wird wohl so sein, dass die EU und Deutschland überhaupt nicht auf Polen und auf die Probleme, die dort sind, reagieren wird. Sondern sie werden einfach sagen, bitte kommt alle. Das kann natürlich irgendwo nicht richtig sein. Was könnte man jetzt zum Beispiel als Bürger tun? Vielleicht, dass man einen Bürgerentscheid irgendwie etwas organisieren kann, um unsere Meinung und unsere Gedanken durchzusetzen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Und zwar gibt es ja auf der Landesebene sehr, sehr oft die Möglichkeit von Volksbegehren und Volksentscheiden. Und dadurch, dass in diesem Fall wirklich die völkerrechtliche Lage glasklar ist. Also man kann ja bei der Italien-Route oder bei der Griechenland-Route, da diskutieren ja dann immer die Grünen irgendwie rum und da sei ja kein sicherer Herkunftsstaat und so weiter und so fort. Diese ganzen Argumente können mit Belarus nicht zählen, weil ja eben noch letztes Jahr ein Rückübernahmeabkommen geschlossen worden ist. Das bedeutet, es gibt wirklich die Möglichkeit, hier sehr klar ein Volksbegehren zu machen und die Landesregierungen zur Abschiebung, zur lückenlosen Abschiebung aller aufzufordern, die hier letztendlich über die Belarus-Route eingereicht sind. Das würde noch den Druck zusätzlich erhöhen. Also, wenn ich das jetzt organisieren wollen würde, dann müsste es einen gewissen Aussicht auf Erfolg geben. Sehe ich das richtig? Naja, natürlich, man muss genügend Unterschriften finden, man muss das Thema natürlich bekannt machen und bei den Menschen überhaupt mal wieder ankommen lassen und muss entsprechend Unterschriften sammeln. Wenn genügend Unterschriften beieinander sind, dann kann es eine Abstimmung geben. Allerdings kann es sein, dass es länger dauert als die 180 Tage, die man nach dem Rückführungsabkommen Zeit hat, die Leute zurückzuschicken. Insofern helfen wahrscheinlich Proteste, helfen Straßendemonstrationen und helfen auch wirklich Briefe an die Abgeordneten in dem Fall. Weil ich glaube, dass die wenigsten Leute von dem Abkommen wirklich wissen. Also ich habe das halt recherchiert. Ich wollte das nämlich wissen. Es war eine der ersten Dinge, die ich nachgeguckt habe. Und übrigens, ich muss auch parallel jemandem danken, der das als Facebook-Kommentar auch gepostet hatte. An dem gleichen Tag, an dem ich das Abkommen auch gefunden hatte, interessanterweise. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich an die Abgeordneten wendet, auf Landesebene, auf Bundesebene und sagt, guck mal, hier gibt es ein Abkommen. Das ist geschlossen worden, das existiert, das ist in Kraft, das kann man nutzen. Nutzt es bitte, wir wollen die Leute nicht da haben. Und dann denkt vielleicht der ein oder andere nach und nutzt auch die Informationen, die da drin stehen, weil völkerrechtlich ist die Rückübernahme eben durch Belarus eigentlich verpflichtend. Und dann sollte man da auch keine lange Rede drum machen. Ja, das waren meine Fragen. Vielen, vielen Dank. Vielen herzlichen Dank fürs Teilnehmen. Ich möchte mich nochmal bedanken für Ihre gute Arbeit. Danke. Und viel Erfolg weiterhin für Sie und Ihre Partei.
Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend Ihnen. Ihnen auch. Auf Wiedersehen. So, 015204789388 ist die Nummer, unter der Sie mich erreichen können. Und ich stehe natürlich gerne für Sie zur Verfügung, wenn Sie hier kurz werden und mich versuchen zu erreichen. Ich brauche Wasser. Norbert Kleinrich da, einen schönen guten Tag. Sie sind direkt in der Sendung. Grüße Sie. Hallo? So, 015204789. Hallo? Sie sind schon direkt in der Sendung. Grüße Sie. Das hat nicht so gut funktioniert. Dann warte ich einfach auf den nächsten. Norbert Kleinrichter, Sie sind direkt in der Sendung. Grüße Sie. Hallo, weg ist mein Name. Ich bin Stadtrat in einer Großstadt in Rheinland-Pfalz und hätte eigentlich nur eine bescheidene Frage an Sie. Ja. Natürlich bin ich auch bei Ihrer Partei als Fraktionsmitglied im Stadtrat. Wie ist das? Ich habe es mal gehört, Sie sind völkerrechtlich besser bewandelt als ich höchstwahrscheinlich. Ich bin Bauingenieur vom Beruf. Ich mache mal gerade einen Livestream auf Pause, damit ich Sie also besser verstehe. Also ich würde zumindest nicht behaupten, dass ich Völkerrecht studiert habe wie Annalena Baerbock, aber ich habe mich zumindest eingearbeitet. Das habe ich nicht behauptet. Ich habe behauptet, dass Sie vielleicht ein besseres Wissen des Völkerrechts haben als ein Bauingenieur, der eigentlich mehr mit der technischen Seite und mit der ingenieurstechnischen Seite, also hinsichtlich auch der Klimalüge hier sich beschäftigt. Also ich bin in Ausschüssen Bau natürlich und Umwelt. Ja. Aber meine Frage ist es an Sie ganz konkret, wie ist es eigentlich hinsichtlich der Genfer Konvention? Weil diese Frage sich auch immer wieder auftut in verschiedenen Debatten. Wie ist das? Ist eigentlich Bürgerkrieg und Krieg als solches ein Asylgrund? Sie haben es ja vorher ausgeführt, es ist ein individuelles Schutzrecht, ein temporäres noch dazu. Mhm. Ist das der Fall oder ist das nicht der Fall? Ja, das kommt immer darauf an, was es für die individuelle Person ergibt. Ja? Also ein Flüchtling ist definiert als jemand, der aus ernsthafter Sorge wegen seiner Freiheit oder um sein Leben, wegen politischer Verfolgung oder wegen seiner politischer, religiöser Ansichten und so weiter, tatsächlich flieht. Das kann in einem Bürgerkrieg natürlich der Fall sein, weil in einem Bürgerkrieg... Aber es ist kein generelles Recht, aufgrund von Krieg und Bürgerkrieg zu sagen, ohne den Nachweis einer individuellen Verfolgung, weil darauf zielt das Asylrecht ja faktisch ab, ja. Zu sagen... Ich beantrage jetzt Asyl, was ja ohnehin laut Dublin III, was ja außer Kraft ist, sowieso nicht zulässig ist, in einem Land, das 13 Länder dazwischen noch hat, zu beantragen. Genau. Also Sie haben da vollkommen recht. Asyl ist immer ein individuelles Recht, wenn es denn sozusagen zugeteilt wird und ist immer eine individuelle Angelegenheit. Ich kann nicht sagen, da unten ist ein Krisengebiet und deswegen sind per Definition alle berechtigt, Asyl zu beantragen. Auch wenn das jetzt gerade in der Bundesrepublik Deutschland von linken Kräften so gehandhabt wird. Ja. Herr Kleinmeister, ich bedanke mich für die Information. Ich würde Sie auch gern potenziell einladen, mal bei einem unserer Bürgerdialoge als Live-Gast vor Ort zu sein. Weiß halt nicht, inwiefern das im Rahmen Ihrer geografischen Möglichkeit ist. Immer. Ihr könnt sagen, ich bin hier in der Westpfalz in Kaiserslautern, links drüben für Siegfried Kaff, im Kreisverband Kaiserslautern, aber möchte ich Sie gerne mal einladen, vielleicht mit uns mal Kontakt aufzunehmen oder ich mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Ob das vielleicht mal machbar wäre, einige Ihrer Kollegen, die ich auch persönlich kenne, die Nicole Höchst beispielsweise oder der Winterberg, die waren ja auch schon erfolgreich hier und es waren auch sehr erfolgreiche Veranstaltungen. Würden wir uns mit Sicherheit sehr freuen, wenn das irgendwie mal potenziell machbar wäre von Ihrer Seite her. Sehr, sehr gerne und ich schlage Ihnen vor, wir machen gleich Nägel mit Köpfen, schicken Sie einfach, nachdem wir das Gespräch beendet haben, eine SMS. Dann weiß ich, dass Ihre Nummer die ist, weil es haben jetzt natürlich einige auch zwischendurch angerufen. Schreiben Sie einfach noch ganz kurz, wir sind die mit dem Termin in Rheinland-Pfalz. Wir rufen danach zurück. Schicke ich Ihnen eine ganz traditionelle SMS, ne? Genau. Alles klar, Norbert. Jawohl, mach weiter so, ne? Hau rein. Dankeschön. Und, ciao, bis dann. Alles ciao. Gute, tschüss. Jo, tschüss. Also dieses Angebot darf ich natürlich allen machen, die gerade zugucken, die einen AfD-Kreisverband haben oder kennen und so weiter. Ich komme natürlich gerne. Das habe ich im Wahlkampf gemacht, da ist es zur Öffentlichkeit. Ich mache es aber auch außerhalb des Wahlkampfs gerne.
Das ist für mich auch eine Selbstverständlichkeit, weil es einfach wichtig ist, dass wir in die Öffentlichkeit treten, dass die Politik, die hier im Elfenbeinturm passiert, auch überall bekannt gegeben wird, kommuniziert wird. Und es wird ja nicht besser mit der neuen Regierung, es wird eher schlechter werden, fürchte ich. Und da ist einiges zu tun. So, meine Heimat ruft an. Mona. Einen wunderschönen guten Tag. Grüße Sie recht herzlich. Hallo. Auch überall. Ja, hallo, Herr Kleinwächter Detlef Rau. Hallo. Vom Kreisverband Coburg-Kronach. Freut mich. Sie waren ja erst kürzlich bei uns gewesen. Ja. Und ich habe vorhin also vernommen, dass Sie quasi einen Antrag im Bundestag stellen zwecks dieser Polen-Geschichte. Ja. Wann kann man den erwarten? Wie lange wird sich das hinziehen? Und wird es möglicherweise erfolgreich oder ist wieder das Problem da, dass wir weggestimmt werden? Denn wir haben ja die Vereinbarung, wie Sie sagten, mit Belarus, dass sie die Migranten zurücknehmen müssen. Genau. Bestehen da Chancen? Also da bin ich mal gespannt. Das Thema wird am Donnerstag im Plenum sein. Das ist jetzt schon klar. Die CDU-CSU-Fraktion hat einen Antrag gestellt, den ich leider im Wortlaut noch nicht kenne. Und das wird sicherlich lustig werden, ob die CDU-CSU eine Abkehr von der eigenen Politik fordern wird oder nicht. Das werden wir sehen. Auf jeden Fall antworten wir als AfD mit eigenen Anträgen darauf. Es gibt bereits einen Antrag von Dr. Gottfried Curio, den er schon vor 2 Wochen oder so ausgearbeitet hat. Der ist sehr gut, aber nicht mehr hundertprozentig up-to-date und ich werde selber noch einen Antrag dazu machen. Entweder einen Änderungsantrag zum Curio-Antrag und wir machen das gemeinsam oder halt nochmal einen extra Antrag. Das wird man sehen, wie das genau geschäftsordnungstechnisch läuft. Aber Donnerstag wird das im Plenum sein. Genau verfolgen. Genau. Herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg. Ja, danke. Bitte. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal in Kronach, ne? Tschüss. Ja, tschüss. Ja, 01520 4789388 ist die Nummer und Sie sind herzlich eingeladen anzurufen. Wir machen so bis ca. 17.30 Uhr, würde ich sagen. Wenn Sie es ein bisschen länger hinzieht, ist auch okay. Also das Ziel, um 17:30 durch zu sein. Rufen Sie bitte gerne an und dann können wir uns hier über diese Belarus-Polen-Problematik unterhalten. 01204789388. Norbert Kleinwächter, Sie sind direkt in der Leitung. Hallo. Hallo? Ja, hallo, Sie sind direkt in der Leitung. Grüße Sie. Ja, und zwar würde mich mal interessieren, was passieren würde, wenn Deutschland die Migranten, die da illegal einreisen, jetzt über Polen zurückschickt und Lukaschenko in Belarus nimmt seine Leute nicht auf. Das würde ja bedeuten, dass dann diese ganzen illegalen Migranten in Polen festsitzen und nicht vor und nicht zurückkommen. Und ich muss sagen, ich bin also Deutscher und ich habe eine Familie in Polen und nehme natürlich ein bisschen Sorge, dass da irgendwie ja, was passieren könnte. Und deshalb interessiert mich, was dann denn die Leute, die jetzt schon da sind, ja, die Leute, die schon da sind? Ja, die Leute, die schon da sind jetzt, die gehen ja sicherlich nicht freiwillig wieder zurück. Und meine Frage ist dann dass, diesbezüglich auch, kann man den Lukaschenko nicht zwingen, irgendwie die Leute dann wieder zurückzunehmen? Naja, also nach dem Abkommen kann man ihn zwingen. Er hat sich dazu verpflichtet. Es gibt nur kein Rechtsmittel, wie man ihn zwingen kann. Man könnte ihn theoretisch militärisch dazu zwingen, aber dann hat man Putin an der Backe. Also das ist nicht so einfach. Allerdings muss sich auch Lukaschenko gut überlegen, ob er genau dieses Rückführungsabkommen durch eben Nichteinhaltung kündigt. Weil wir ja in der gerade in der russischen Politik und in der weißrussischen Politik kleine Sticheleien erleben. Also
Die Polen sprechen ja vom hybriden Krieg. Ich finde das zu weit gefasst. Ich glaube tatsächlich, dass Lukaschenko mit diesen illegalen Migranten einfach nur Kasse macht. Ich glaube, der braucht Geld in der Staatskasse und deswegen macht er das so. 10.000 Euro pro Person, das ist eine Menge Geld. Und wenn ich allein die über 5.000 Migranten betrachte, die es nach Deutschland schon geschafft haben, übrigens deutlich mehr haben es nach Deutschland geschafft, als in Polen in den Aufnahmelagern sind, dann bedeutet das, der hat im Endeffekt bereits fast 10 Millionen Euro verdient, allein daran, dass er entsprechend Leute schmuggelt. Also ich glaube, es ist mehr ein Geschäft als eine hybride Kriegsführung. Aber gleichwohl, egal was es ist, Lukaschenko muss sich gut überlegen, ob er einen offenen politischen, diplomatischen Affront mit der Europäischen Union startet. Das passt ehrlich gesagt nicht in die Sticheleien, die man sonst so kennt. Also es gibt ja so manchmal die Beschwerden, dass Putin irgendwie ein bisschen am Gashahn rumspielen würde und zum Beispiel die Fördermenge reduzieren würde und so weiter. Aber das sind so Kleinigkeiten, die ärgerlich sind, die Nadelstiche sind, aber das ist kein großer politischer Affront, das ist keine Kriegserklärung, das ist nichts Schlimmes. Wenn man das so sieht, die 5000 Migranten, die da entsprechend über Belarus kommen, sind auch eine kleine Menge im Vergleich zu dem, was so täglich übers Mittelmeer schippert auf Schlauchbooten. Das dürfen wir nie, also muss man auch immer in Relation sehen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, dass wir hier gerade, wo die völkerrechtliche Lage glasklar ist, auf dieses Abkommen setzen müssen, Lukaschenko auffordern müssen, die Leute zurückzunehmen, und damit steht er im Schach. Und dann muss man gucken, wie er reagiert. Ob er mit einer krassen Aggression reagiert und sagt, die Leute kommen nicht zurück. Dann muss man sich tatsächlich überlegen, ob man nicht tatsächlich mit Pushbacks arbeitet. Wie gesagt, die Menschenrechtsaktivisten sprechen ja immer von illegalen Pushbacks. Das sind aber keine illegalen Pushbacks, weil die Leute keine Flüchtlinge sind. Das bedeutet, man darf sie auch direkt im Grenzgebiet rauswerfen und im Endeffekt dann eben nicht einsammeln und in Lager bringen, sondern direkt zurück nach Weißrussland pushen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das wäre dann die eine Möglichkeit. Oder die andere wäre dann tatsächlich mit Sanktionen zu antworten und hier in irgendeiner Weise zu versuchen, den Belarussen das Leben schwer zu machen. Aber das ist eine Alternative, die ich persönlich gar nicht bevorzuge. Erstens ist Weißrussland ganz klar wirtschaftlich von Russland gedeckt. Also Putin dominiert das die Nummer sowieso, weil Weißrussland hat gerade mal so um die 6 Millionen Einwohner. Da ist nicht viel mit wirtschaftlichem Austausch. Wenn ich die sanktioniere, dann holen die sich die Waren aus Russland oder produzieren sie selber. Und die Sanktionen gegen Russland haben ja gezeigt, dass es im Endeffekt eine Wirtschaftsförderungsmaßnahme war für die russische Wirtschaft, weil die nämlich angefangen haben, Waren zu produzieren, die sie bislang immer billiger importiert hatten aus sonst wo. Und das hat letztendlich die Wirtschaft einfach nur gestärkt und die Leute zufriedener gemacht. Also insofern muss man immer mit Sanktionen sehr aufpassen. Man schadet meistens der eigenen Wirtschaft damit und nicht dem fremden Land. Und wenn man dem fremden Land schadet, dann schadet man nicht der Regierung, sondern man schadet den Leuten. Und die Leute, mit Verlaub, die haben mit dieser Migrationssituation wirklich nichts zu tun. Das weißrussische Volk hat mit dieser Situation nichts zu tun. Das ist eine Sache aus illegalen Schleusern in Verbindung mit Lukaschenko. Sind Sie noch da? Dann darf ich Ihnen danken. Tschüss. Und ich bin frei für den nächsten Anrufer. Das ist die 01520 4789388. Vielleicht der letzte Anrufer des heutigen Abends. 01520 4789388. Rufen Sie gerne an und stellen Sie Ihre Frage zum Thema Weißrussland, Belarus, Polen und eben den Migranten, die nach Deutschland versuchen zu gelangen. Norbert Kleinwächter, Sie sind direkt in der Sendung. Grüße Sie. Ja, guten Abend. Hier ist wieder mal der Heinz. Hallo. Zum Thema Lukaschenko hätte ich eigentlich mal eine ganz spezielle Frage. Ja. Wie kommen die ganzen Migranten, Flüchtlinge, wie auch immer man das nennen will, denn überhaupt nach Weißrussland? Sie werden geflogen. Sie werden geflogen. Da wäre meine nächste Frage. Hat der Lukaschenko eigentlich so viel Flugzeuge, dass er die von woher auch immer holen kann? Oder beteiligen sich daran schon wieder andere Länder oder andere Fluggesellschaften? Ist da schon irgendwas bekannt drüber?
Ja, also da ist etwas bekannt. Es ist so, dass die weißrussische Airline tatsächlich Flugzeuge zusätzlich gechartert hat und jetzt Flugverbindungen in, ich glaube, über 60 Länder anbietet. Das sind natürlich meistens Länder, also es gibt ja ein Flugverbot in die Europäische Union, muss man wissen. Also von Minsk darf es keine Verbindung zum Beispiel nach Berlin geben. Ja, das ist sanktioniert, das gibt es schon jetzt nicht. Aber es gibt eben zahlreiche Verbindungen in die jeweiligen Länder und darüber werden auch Leute eingeflogen. Ich weiß, dass die deutsche Bundesregierung vorhat, irgendwie mit den Fluggesellschaften zu sprechen. Was allerdings genau der Inhalt dieser Gespräche sein soll, weiß ich nicht. Vielleicht sollen sie motiviert werden, die Leute dazu anzuhalten, nicht zur Grenze zu gehen, weil sie dort eh keine Chance haben. Übrigens ist es auch sehr interessant, die Polen schicken auch jedem, der mit einer fremden Nummer sich am Mobilfunkmast in der Nähe von Sukuka einloggt, eine SMS, so nach dem Motto, die polnische Grenze ist dicht, geht zurück nach Minsk. Fand ich sehr interessant und dann mit einem Link, wo die Sachen erklärt werden. Also sowas passiert dort und vielleicht will auch die Bundesregierung eine solche Kommunikation haben, aber zurück zur Frage. Es gibt Fluggesellschaften, insbesondere russische und eben weißrussische Fluggesellschaften, die nach Minsk fliegen. Und über diese Fluggesellschaften und diese Flugrouten findet auch der Transport der Migranten statt, die sich ein Ticket nach Deutschland erkauft haben. Ja, aber die Frage wäre ja eigentlich, wo starten diese Flugzeuge? Wo nehmen die diese Migranten auf? Naja, in Syrien, in Afghanistan, in Iran, im Irak, also das sind so die Hauptherkunftsländer, die mir genannt worden sind von meinen polnischen Kollegen. Naja, wie gesagt, das klingt schon sehr interessant, ne? Ja. Dass zivile Fluggesellschaften Länder anfliegen, wo selbst die Bundeswehr ja wohl nicht in der Lage ist, die sogenannten Ortskräfte zurückzuholen. Ne? Und das schaffen dann zivile Fluggesellschaften. Also Ja. die Nummer ist mir irgendwie nicht so ganz suspekt. Aber okay, es soll jedenfalls so sein. Ne? Die Nummer ist mir auch suspekt, da bin ich vollkommen bei Ihnen, aber das ist das, was mir berichtet worden ist. Also diese Migranten werden teilweise direkt aus tatsächlich Kabul ausgeflogen und dann entsprechend in Weißrussland an die Grenze geschickt nach Polen. Das ist heftig, wenn man sich das mal wirklich überlegt, aber es passiert so. Das ist wohl organisiert und das ist eben keine zufällige Flucht vor irgendwas, sondern das ist ganz knallhart durchgerechnet. Ja, dann kann man ja nur sagen, da sind ja 600 Millionen oder Milliarden oder wie viel die Frau Merkel noch darüber schieben will, zu den Taliban ganz gut angelegt, ne? Ja, aber sie könnte natürlich auch ein bisschen Geld rüberschieben für Polen, für den Mauerbau oder für einen längeren Grenzschutz. Ja, Das wäre vielleicht angemessener. genau das ist eigentlich das, worauf ich hinaus wollte. Na. Man verteufelt hier ein Land, was seine Grenzen schützen will, beziehungsweise die EU-Außengrenzen, worauf sie ja eigentlich verpflichtet sind. Ne? Will man ein Land verteufeln, auch andere Länder. Ja? Und gleichzeitig finanziert man halt die Leute, die dann die Probleme sozusagen exportieren. So ist das. Okay, alles klar, ich bedanke mich. Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Dann, Vielen Dank fürs Mitmachen. genau. Jo, Auf ciao. Wiederhören, tschüss. So, für einen haben wir noch Platz, würde ich sagen. Ich würde mich freuen, wenn Sie noch anrufen unter der 015204789388 und Ihre Frage stellen. Keiner mehr? Gut, dann darf ich mich für Ihr Interesse bedanken, wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich hoffe, dass ich hier ein bisschen informieren, aufklären konnte. Ich bleibe dran, das verspreche ich Ihnen, das ist meine Aufgabe, so verstehe ich das auch. Ich werde dranbleiben, werde diese Situation sehr genau weiter beobachten. Das wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Reise nach Polen gewesen sein. Auf jeden Fall bin ich der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet, einer ordentlichen Migrantensituation verpflichtet und ich darf noch einmal unseren polnischen Nachbarn mein herzliches Dankeschön ausrichten für diese harte Arbeit, die hier passiert, im Interesse von uns allen, insbesondere von uns Deutschen, aber auch im Interesse der Europäischen Union. Die Polen haben in dieser Situation wirklich keine Schelte verdient, sondern unsere höchste Anerkennung. Und damit
darf ich schließen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Bleiben Sie dran, bleiben Sie informiert. Wenn Sie da Informationen über das Geschehen haben wollen, gucken Sie polnische Nachrichten. Dort wird es rauf und runter gesendet. Die Deutschen können Sie vergessen. Und auch wenn man die Sprache vielleicht nicht versteht, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Ich wünsche Ihnen was. Alles Gute. Tschüss.